Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind bei Folge 5 bei War of the Lich King. Es ist zwar schon etwas Zeit vergangen, seitdem wir das letzte Mal eine Folge gemacht haben, aber ich hatte so viel Stress, dass ich leider zu gar nichts gekommen bin. Aber ich versuche mal mein Glück und wir versuchen mal weiterzuspielen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir waren. Und zwar haben wir hier ein paar Quests angenommen am Anfang von der boreanischen Tundra. Und gucken mal, wie wir uns so durchschlagen. Und für uns ist das jetzt nicht das Problem. Für unseren guten Asmodis schon. Weil der ist gerade 70. Der levelt quasi. Vielleicht ist wäre schnell aufgestiegen, sind leider nicht auf 70 gesetzt worden, sondern direkt auf 75. Können wir das haben? Müssen wir das halt haben. Ich glaube, das war ungefähr so eine kleine Zusammenfassung, was passiert ist. Tippen. Schön, schön, schön. So, und wir mussten. Schnell vor. Was brauchen wir denn? Irgendwas mussten wir hier verbrennen. War das nicht so? Ja, genau. Ja, richtig. Genau, und solche Säckchen lagen damals, bevor wir Hotel Khan kamen, lagen die überall rum. Und daran haben sich dann die Spieler infiziert. Nachher wurden das immer mehr und immer mehr. War lustig, das Event. Schade, dass es das so. Na gut. Das wird keiner Server machen. Und der ganze Server nach und nach stirbt. Ich glaube, das wäre nicht im Sinne des Erfinders. War noch mal so ein cooles Event, finde ich toll. Fest damals als kurz bevor wir mit Botschkata kamen, haben sie dann auch ein Event gemacht, wo man Rissreisen ließ. Da musste man verschiedene Abschnitte reisen. Und da waren überall so Risse auf, wo Elementare rauskamen. Ich sag mal so, es ging so. Was ist der denn da? Ah, ich sehe. Komm, der ist verbuggt, mein Freund. Willkommen. Hier mit den Säckchen verbrennen, da war ich ganz gut dabei. Ich weiß gar nicht, ob es damals auch Dailies gab oder so. Nachher wurde das, konnte man sich nirgendwo bewegen, außer im Himmel. Sprich in der Schabenwelt, ansonsten konnte man nicht überleben. Wenn man dann 80 war, konnte man auch in ja Raids, wenn man schon alleine hinbekommt.
Der geschmolzene Kern war zwar immer noch sehr schwer alleine, aber es war teilweise machbar, je nachdem, was man hier hat. Und das damals kam dann Energie wieder. Kurze Zeit hatten wir das dann auf Farm schon. Das ging eigentlich auch ganz gut. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Manchmal hat er wirklich gedacht, Alter, hat doch keine Lust mehr darauf. Aber gut. Was gab's das? Ne, Kompendium gibt's hier noch nicht. Das war nicht der Plan. Das Ziel, ich muss den Mond da holen. Oder irgendwas? Der Schraubenschluss jetzt. Ja, genau. Okay. Okay, es geht nicht mehr. War das dann schon? Ja. Und zwar war das ja ein PC so, man konnte sich ganz viele Buffs geben. Aber es ist vorbei damit. Man kann sich nicht mehr ganz hoch buffen. Als hier, als es hier anfing mit Hotel gab, man sah gar keine Erntebehüter. Wir hatten damals nur Glück, dass wir in einer kleinen Gruppe gespielt haben mit 4 Mann. Eigentlich waren wir das 5, aber der gute 5. Der fing dann um 0 Uhr schon an, weil er es nicht erwarten konnte. Und als wir anfingen mit 70, ich glaube, der war schon 72 und ein Land weiter. Das war zwar echt Mist. Aber wir hatten ihn dann irgendwann eingeholt, weil er dann später arbeiten musste. Oder? Ja, das war das dann. Dass man ihn nachher gar nicht mehr wegklicken konnte, also nicht wegklicken konnte, auch nicht dispellen konnte. Oder wenn man ihn dispellt hat, ist er explodiert oder so. Oh, ich weiß das nicht mehr so gut. Auch könnte gut sein. Nicht das meiste, aber gut. Kann damit leben. Ich habe gerade in meiner Tasche gesucht, den Aufräumknopf. Hat gegrüßt. 4 Gold und 4 Gold 70. 4 Gold 70 und noch kurzer Zeit. Weil er den Schurken hier gelevelt. War er ganz lustig bunt angezogen. Mein teilweise T6 Set war weg. Oh, was war denn da? Stickerweise 30. Gut, Crit, aber dafür ist das Kopf. Nehmen wir das mit. Können wir sogar anziehen. Zack. Hallo? Dann 270, 330.
Nehmen wir das für 6. Man sieht sich. Zurück. Schon besser was. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach man. Das Schöne ist, wir können fliegen. Das ist wirklich das Allergeilste. Was man eigentlich halt noch nicht konnte, aber wenn wir es doch schon können, nutzen wir es auch aus. Schönen guten Tag. Tempowertung. Tempowertung. P158. Nehmen wir das. Können wir das auch anziehen. Teilweise kenne ich sie wirklich noch. Wir nachher noch mal töten. Was anderes? Quest. Ich glaube, den komischen Tierschützern da. So. Was irgendwo hier ist das drin? Da ist die Kiste. Der Distanz. Das ist bereits genutzt. Ja, das ist gut. Das ist bereits genutzt. Laden wir den Atem auf. Tja. Okay, dann machen wir halt erst was anderes. Das wird nicht. Wir suchen einfach mal hier irgendwas zu töten, damit wir das looten und dann vielleicht funktioniert das. Thank you.
du denn hier? Nimm doch alles mit. Unglaublich für dich. Das ist ja nicht mehr Level Motivation. Naja, aber. Das ist schon cool, die ganze 148. Was bereits benutzt? Ach, ich liebe es manchmal. Ich mach mal kurz ein Relock. Reload. Funktioniert das nicht? Jetzt aber. Manchmal braucht er das. Oder auch nicht. Na ja, gut. Manchmal ist das zum Mäusemelken. Das können wir sonst mal machen erstmal. Arbeiter. Okay, machen wir das erstmal. Wenn wir nicht drankommen. Weil sie aber richtig gesammelt haben wir das hier. Wahrscheinlich, weil wir da im Kampf waren, hat das nicht so richtig registriert und dann. Naja. Hallo. Das Erz, ah, okay. Wir müssen jetzt in die Mine nochmal. Ne, wir haben mit Erz losgemacht. Genau. So, hat man schon was gemacht. Schön, so. Okay. So mega groß, ne? Das ist so cool. Selbstverständlich, ne? Was ist das Korn? Lauf mal weiter durch. Bin dir noch.
Ach so, brauchen wir einen Schlüssel. Okay. Was zu viel? Hatte den Schlüssel. Hauptmann Jakob, okay. Kriegen wir auch noch. Schwupp. So. Wiederbeleben, damit wir nicht alles wieder gleich pullen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play with the War of the Lich King. Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Teilt das Video gerne und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!